Hey Leute, willkommen zum neuen Video. Eronia. Früher habe ich immer geglaubt, dass die AfD sehr rechtsorientiert ist. Ich habe immer gedacht, die AfD, die schmeißt alle Flüchtlinge zusammen in einen Topf und pauschalisiert alles. Das war damals mein Gedanke. Natürlich war ich sehr stark beeinflusst von den Massenmedien, von der Lügenpresse, aber meine Meinung, die hat sich extremst verändert. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum hat sich seine Meinung von heute auf morgen einfach geändert? Es lag an einem Interview, was ich von dem Vorstandsvorsitzenden der AfD gesehen habe, und zwar von Herr Gauland. Ich werde dieses Video jetzt gleich einblenden und dieses Video ist original, ungeschnitten oder irgendwie mit Ton bearbeitet, also in der Originalfassung. Und dieses Video zeigt, wie sich Herr Gauland dafür einsetzt, dass Afghanen in Deutschland Asyl bekommen. Nicht alle Afghanen, aber auf jeden Fall die schwarzen Afghanen. Schaut euch das einfach mal an und eure Meinung wird sich verändern in Bezug auf die AfD. Viel Spaß dabei. Ich bin klar dafür, dass wenn Afghanen als Flüchtlinge kommen, ein Asylrecht bei uns bekommen. Und die CSU will ja nur Leute, die schon mal irgendwo eine Tüte Haschisch verkauft haben, aufnehmen. Ich sag, das ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber nicht das, was wir Kiffer in Deutschland brauchen. Was genau wollen Sie? Das habe ich ja gerade gesagt. Zurückschicken alle, die uns nichts zu kiffen mitbringen. So steht's im Grundgesetz. Und so ist es vereinbart durch die Haschischregelung. Und das wäre eine Lösung des Problems. Und zum Schluss wollte ich euch noch ein Gedicht vortragen, was ich geschrieben habe. Es ist noch kurz, aber da kommen noch ein paar Zeilen bei. Nix ist blöder wie der Söder. Gar nicht mal so schlecht, finde ich. Und für die Leute, die sich jetzt aufregen, da ich den Gauland durch den braunen Kakao gezogen habe. Regt euch nicht auf. Es gibt Schlimmeres. Zum Beispiel, der Nachbar ist Boateng. Ist so. Das ist völlig lächerlich. Blöder.